so langsam kommen wir dem Ende entgegen. Bruder, stark. Schon damals hinterrücks die Kaffeemaschine bedient und Essen geklaut, Digga. Sehr sympathisch. Alter Junge, kennt ihr alle unseren Brahim? Oh du ne. Er sieht genau als Kind, wie kann man genauso aussehen, wie man sich anhört, ja? 1:1, genau so hört er sich an, wie er aussieht, ich schwöre dir. Oh du ne. Oh du ne. Junge, diese Sonnenbrille vom Vater geklaut damals. Boah, krass. Wir haben auch japanische Zuschauer, Digga, oder asiatische Zuschauer. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Ich wusste gar nicht, dass wir auch japanische Zuschauer haben, Alter. Aber sehr süß, ja, süß, süß, sag ich schon. Japanische Kinder, also so chinesische, japanische, asiatische Kinder, finde ich sowieso richtig süß. Achso, er ist gar kein Japaner, lo? Amalari, ich hab ihn Japaner gemacht, Digga. Er ist Türke, Amalari. Ich dachte, du bist ja... Er ist einfach Türke, Bruder. Ich dachte, er ist Japaner, Digga. Sieht er nicht aus wie ein Japaner? Junge, er heißt Yamaha sogar. Offiziell Yamaha, so sieht er aus. Sehr sympathisch, Bruder. Bruder, Ibrahim hat das jetzt damals auf Hochzeit mit weißem Bruder. Ich hatte als Kind nie Anzug, Bruder. Meine Eltern wollten mir immer das andrehen. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich wollte nie Anzug tragen. Und ich schwöre bei Gott, ich habe denen gesagt, zieh nur einen Anzug von Nike an. Also nicht Jogginganzug. Ich wollte wirklich, ich habe meinen Eltern gesagt, nein, wenn es kein Anzug, also Takma ein bisschen, ne? Smoking musste von Nike sein. Es hat keinen Sinn, wie soll das funktionieren? Ich habe dann gesagt, ja egal, dann nehm mir ein Nike-Zeichen drauf, Mama. Und dann haben die selber den Geist aufgegeben. Walla, in meiner Heimat hatte ich eins mit Nike? Ein Anzug mit Nike? Das ist nicht dein Ernst, Digga. Bruder, ich schwöre, ich war damals schon immer ein Nike-Fan, ne? Junge, Kahn, Bruderherz, warum bist du so schlecht gelaunt? Kann man an seinem Geburtstag so schlecht gelaunt sein, ja? Schon damals Crush gehabt. Das finde ich auch immer süß, ne? So Kinderpärchen. Finde ich immer richtig süß. Kein Geschenk bekommen, Bruder. Alter, Junge. Mit Kola Turka und auch von damals. Wie kann man so sauer sein an einem Geburtstag, Bruder, ja? Alva, unser afrikanischer Bruder. Stanley, mein Bruder. Früher und jetzt. Ist er Mulatte? Ist das Mulatte? Mulattenbabys finde ich auch immer sehr süß, ne? Mulattenbabys. Kein Unterschied, ne? Finde ich auch nicht. Sogar Haarfrisur von damals gleich, Digga. Walla, er sieht aus wie so ein richtiger amerikanischer Soldat hier. Als wäre das so von einem amerikanischen Soldat das Kindheitsfoto. Bin Nigeria und Albaner, Bruder. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Was? Bruder, stell dir vor, ihr seht ihn auf der Straße und er sagt, Bruder, ich bin Baustelle. Du bist Nigeria und Albaner. Du lügst mich gerade an, Digga. Du nimmst mich gerade hops. Wer von deinen Eltern ist was? Wer von deinen Eltern ist was? Vater Nigerianer oder Mutter? Alberia heißt er. Stark. Mutter Albanerin, Vater Nigeria. Ja, Mann, krass. Kannst du Albanisch? Jetzt die große Frage. Kannst du Albanisch? Wenn ja, ich brauche ein Video von dir, Bruder. Wie du einen Freund von mir auf Albanisch beleidigst. Weil Engländer und Türkisch ist wie Deutscher und Türkisch, Bruder. Das ist egal. Aber Albanien und Nigeria, weißt du, ein bisschen ja. Oh mein Gott, Bruder. Krass, Alter. Krass, Bruder. Einfach Alban-Nigerianer. 2011 einfach, das war gestern, Junge. Wie alt bist du, Digga? Da ist schon wieder ein Foto von Janet. Sehr sympathisch. Auch sehr süß. Sehr süß. Das ist so einer safe, wenn du ihn diesen Teddy weggenommen hast. Der hat mit dir 3 Jahre lang nicht geredet. Der Bruder, für ihn gab es nur diesen Teddy. Wenn einer da draußen diesen Teddy anfasst, wenn du ihm seinen Teddy weggenommen hast, ne? Ich sag dir ehrlich, der hat um diesen Teddy gekämpft, Bruder. Sehr sympathisch, Bruder. Schon damals Sauna-Club. Sehr stark, mit Bademantel. Der Sauna-Club-Gänger, man kennt ihn. Okay, das ist krass. Das ist krass. Mit Dos Santos. Das war doch Dos Santos, oder? Das ist Dos Santos, ne? Aber diese Brille auch immer, ne? Bruder, diese Brille macht automatisch ein Kind zum Nackenklatscher, Bruder. Das ist so krass, weil diese Brille sieht so traurig aus, so gezoomt, Bruder. So keine Ahnung, Bruder, ja? Oh mein Gott. Wenn ich ein Foto finde von meiner Nackenklatscherbrille, ne? Ey, ihr wisst gar nicht, was für eine Brille ich damals hatte, ne? Mit Pflaster auf Auge. Ja, Mann, das ist diese Brille mit Augenpflaster, Digga. Safe. Oh mein Gott, wie viel ist dieses Foto wert? Oh mein Gott, wie viel ist dieses Foto wert? Junge, Alex de Souza hat deine Schulter angefasst. Ich hoffe, du warst seit 10 Tagen nicht mehr duschen. Walla, wenn du Tattoos hast oder vorhast, ich überlege es zu sagen, aber ich habe Angst, dass das eine Sünde ist. Aber scheiß drauf, ich sag's einfach. Es würde sich lohnen, ein Tattoo zu machen, die Sünde in Kauf zu nehmen, Bruder. Diese Hand, genau die Finger, die ihn berührt haben, auf deiner Schulter zu tätowieren. Alex hat mich berührt. Alex de Souza hat mich berührt. Eins oder nicht. Ja, tschüss, ihr habt Tattoo zu gemacht. Jeder, der Tattoo hat, ist doch ein... Ihr habt Tattoo zu Dings gemacht. Man ist ausgeschieden aus dem Islam. Bruder, aber ey, Junge, was ist das für ein Foto, Digga, ja? Komm nicht drauf klar, dass er ein... Mein Vater hat auch ein Foto mit Alex de Souza. Bruder, er hat mit allen einfach, ja.
Und das war auch die beste Zeit, dieses Trikot, ne? Dieses Trikot, das waren erstens die geilsten Trikots. Und das war die beste Zeit von Fener, ja. Boah, wie ich die Zeit vermisse, Digga. Wow, Respekt, Alter. Dieses Foto, ne? Unglaublich, Alter. Unglaublich. Du kannst sehr stolz auf deinen Vater sein, Bruder. Du kannst sehr stolz auf deinen Vater sein, Digga. Ich sag dir ehrlich. Alter, jetzt kommt ein Bild. Jetzt kommt ein Bild. Und ich will nur eine 1 oder eine 2 sehen. Ich sage nichts. Und wir lassen es unkommentiert. Alle, die nicht darüber Bescheid wissen, Chat. Und es gibt locker 80%, die wissen jetzt nicht, was da. Egal. Die sollen auch noch gar nicht, die sollen gar nicht Bescheid wissen. Das bleibt unter uns. Dieses Bild bleibt einfach unter uns. Aber ich sag dir was, bei uns, wir haben immer Licht ausgemacht. Habt ihr auch Licht ausgemacht? Wir haben sogar gespielt, jeder musste rennen und man da, die ganze Zeit, man darf grätschen, Junge. Royal Rumble, Bruder. Fortnite hat von uns diese Battle Royale, Digga. War immer Rey Mysterio, ich auch. Wir haben Stühle geworfen, Tamam, okay. Nein, John Cena, der eine hat Dings. Tisch kaputt gemacht und denkst, ja, Tamam, Junge. Wir haben hier noch ein Vorher- und Nachher-Bild, ne? Junge, was ist das denn für eine Brille? Alter, fuck mich die Brille ab. Oh mein Gott. Junge, an den Designer. Nicht an den, der sie kauft oder sonst. An den Designer, Bruder. Was ist das für eine Brille, ja? Das arme Mädchen, ja? So ein süßes Mädchen und dann so eine Brille, Digga. Safe. Edgar Davids, Bruder, safe. Aber ich glaube, sie wurde ein bisschen auch gemobbt wegen dieser Brille, ja, glaube ich. Alter, die Brille sieht schon ist sehr komisch aus, Alter. Und heute sieht man, Frauen, finde ich, ist das schwerer, diese Vorher- und Nachher-Vergleiche, ja? Sag ich euch ehrlich. Ja, sie ist Türkin? Junge, Alter, niemals gedacht. Hast du diese Brille sogar? Boah, niemals gedacht, dass sie Türkin ist, Digga. Dachte, safe, Alman. Freunde, Jugendamt in 3, 2, 1. Wir lassen es unkommentiert. Und heute... Ja, Mann, sieht sogar gleich aus. Brauchst du noch, Bruder? Bruder, warum? Warum? Warum, Bruder? Boah, wie mich das abfuckt. Boah, wie sauer ich werde. Boah, Alter, Junge. Alter Schwede, Junge. Einfach, ey. Wie sympathisch ist sein Vater, sei mal ehrlich. Ich will einmal umarmt werden von diesem Vater, Digga. Ich sag euch ehrlich. Mit ihm kann man über alles reden, Digga. Du gehst zu diesem Vater und sagst, Baba, ich hab Geld verzockt. Weißt du, was ich meine? Und er sagt, mein Sohn, wie viel? Auch sehr sympathisch. Ich finde das todessüß, diese Gebetsteppiche für kleine Zodjuchs. Aber Bruder, nur diese Strumpfhose, ne? Wöre dir. Damals, die haben mir immer gezwungen, diese Strumpfhose anzuziehen. Ich hab so dagegen gekämpft. Einmal bin ich eingeschlafen bei meinen Cousinen auf dem Rücken und die haben meinen Rücken so gestreichelt, ne? Und ich bin dabei eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und diese Bastarde haben mir einfach diese Strumpfhose angezogen. Ich hab so geweint. Wobei ich mir denke, hey, ich konnte sie doch einfach damals ausziehen. Aber damals als Kind, du dachtest, nee, du kannst sie nicht mehr ausziehen. Weißt du, was ich meine? Die haben uns einfach gemacht, Bruder, ja? Ich hab es so gehasst, Digga. Leider wurde ab hier der Sound von Twitch deaktiviert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann mach einfach gar nichts.